Ja, hallo und da sind wir zurück beim DTM Race Driver 3. Ich wollte jetzt schon ganz schnell was anderes sagen. Hab mich ja fast versprochen. Wir sind heute auf Rang 25 und ich hoffe, dass der Skill wieder da ist. Heute versuche ich wirklich in einer Aufnahmesession den ganzen Rang abzuschließen. Ich hoffe es. Also heute machen wir erstmal 4x4 Offroad Tour. Dann den Vogel da, den langsamsten Wagen der Welt hier. Und dann zu gutem Schluss. Oi. So, 4x4 Offroad Tour. Den oder den? Dann haben wir drei Strecken. National Dirt Raceway 5 und 4 und International Rallycross Long. Quali kommt aber diesmal rein. Volkswagen Race Tour Rack. Jetzt ist das Schöne. Ich fahre das erste Mal im Let's Play Rally ohne es zu hören. Ihr hört's, ich immer noch nicht. Das liegt immer noch in diesem mega geilen Headset. So. Ich weiß ja ungefähr, wo die Linien sind. Jetzt muss ich mich natürlich erstmal auf den Wagen einstimmen. Ja, der fährt sich aber verdammt. Aua. Gut. Habe ich gesagt gut? Habe ich nicht gesagt. Scheiße. So. Ich hoffe, der Skill kommt heute mal wieder. Hoppa. Oh, wunderbarer Sprung hier. Das liebe ich ja an National Dirtway. So, ein bisschen die Handbremse mal ein bisschen dazu packen. Das sollte ja wohl kein Problemchen sein. Und jetzt hoppel hier rum, mein süßer Volkswagen. Ein deutsches Auto bei einem deutschen Netzplayer unterm Arsch. Der absolut auf der Skillsuche seines Lebens ist. Ach, keine Ahnung. Ich laber wieder Scheiße. Ich habe schon wieder zu viel Koffein in Tuss. Und wenn ich Koffein in Tuss habe, zu viel davon, dann gute Nacht. So. Aber das sieht ja momentan gar nicht so schlecht aus. Und wir müssen im Übrigen Zweiter, aua, in der Meisterschaft werden. Scheiß auf, dass der Wagen jetzt kaputt ist. Hauptsache, ich kam rum. So. Und Zielgerade. 1 Minute 24,26. Mal schauen, für was das reicht. Für Platz 4. Toll, der andere ist über eine Sekunde schneller gefahren. Kannst du mir sagen, wie der das macht? Okay, wir wollen es erstmal auf die... So. Oh, das war schon mal ein guter Start. Hitomio ist wieder dabei. Der darf ja irgendwie nie fehlen. Im Rallye ist er immer dabei. So, irgendwie so der King der Kings hier. Ja. Da habe ich es doch schon wieder verkackt. Oh, komm, hau ab. Wenn wir hier erstmal Fünfter werden, das ist jetzt auch Schnuppe. Weil wir haben ja noch zwei Rennen und... Ja gut, ich weiß nicht, wie die Punkteverteilung ist. Ich bin diese Meisterschaft noch nie gefahren. Und ich habe das Spiel schon ein paar Jährchen. Ey, sag mal. Nochmal und ich starte hier neu. Okay, also... Echt nicht bei der Stärke hier, der Scheiß. So. Letzter. Das ist geil. So, noch ein Fehler und dann könnt ihr mich am Arsch lecken. Oh, fängt ja schon genial an hier. Wir bleiben Zehnter. Also, ich weiß nicht, irgendwie fahren wir scheiße. Also ich fahr scheiße, ihr findet's scheiße. Wenn ihr es trotzdem mögt, dann gebt doch ein Mitleids-Like. Na, Spaß. Spaß. So, bin ja nicht like geil, ne? Das heißt, boah, guck mal, der Mucke, der ist so like geil, die Sau. Natürlich will ich mich über ein Like freuen, ne? Nur mal so am Rande. Ach komm, das ist doch kacke hier. Ich werde doch jetzt hier nicht letzter. Oh Mann. So ein Scheißdreck. Muss doch jetzt besser laufen hier. So, und ran an die Buletten. So, jetzt könnte ich am Arsch lecken. Muss nur einmal laufen. So, Federung im Sinne, aber das ist mir Latte. So, die Position gefällt mir. Genau. Das,
Die hat jetzt ein Like verdient. Das ziehe ich jetzt bis nach Hause durch. Ui, ui, ui. So, und Auto, komm rum, Auto, 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 fahr, aua, ich hab gesagt, aua, ey, du Arschloch, oh, du Penner, und wieder Sechster, Siebter, und jetzt ramme ich euch nicht, so, ihr könnt mich am Lecken am Arsch, ey, sag mal, spielt ihr, was ist das für eine Scheißmeisterschaft, ich bin schon wieder Letzter. Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Na, da, da, da. Mucke, du bist schlecht. Oh, Mucke, du bist schlecht. Oh, Mucke, bist du schlecht. Oh, Mucke, bist du schlecht. Aber egal, ich hau jetzt hier alle weg. Ich hab die Schnauze voll. Na, 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 na. Na, 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 na. Wir sind jetzt Siebter. Wir sind jetzt Siebter. Ei, ei, ei. Fahr, fahr, fahr. Ja, das war gut. Der kann nicht mehr lenken. Wir haben kaputtes Auto. Ihr seht jetzt in Runde 2, ja, auf Platz 7, nö. Jetzt wollen wir nach vorne, das schaffen wir doch locker. Da, 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 da fährst du rum. So. Dein Betrieb hat einen leichten Schlager bekommen. Junge, du scheiß Volkswagen, wo ist bei dir das Gaspedal? Meine Fresse. Okay, wenn ich jetzt hier Siebter werde, ist auch egal. Ich hab gesagt, ich will Siebter werden, also verpiss dich von meinem Arsch hier. Hallo, ich hab gesagt, ich will Siebter werden. Ihr wollt mich doch verkacken. Jetzt bin ich schon wieder Neunter. Ach komm, das macht doch keinen Spaß. Woo! Ach komm, ist doch Jacke mit Kacke und Hose. Mann. Hat mir wahrscheinlich die schlimmste Meisterschaft wieder direkt zuerst ausgesucht, ne? Ja, Mucke, du hast einen Griff ins Klo verdient. Mucke, wenn du irgendwo hingreifst, ist das doch ein Griff ins Klo. So, ich bleib jetzt dran, so. Der Auto, was hältst du von Gas geben? Guck dir dann an, wo die schon wieder stehen hier. So, Zweiter. Hey, Domio, ich schwöre dir, ich klatsch dich. Wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, also, ich versuche den ja in deren Linie zu, Alter, was ist das denn hier? Ich versuche deren Linie zu befolgen, aber das ist sowas von, Zen auf Rally, Sand. Wir sind schon der Vierter, aber immer noch auf unserem Startplatz. Da ist unser Teamkollege. Hör mal, zumindest hat er den gleichen Lack wie wir. Lass die Karren aber auch nicht berühren, ne? Du bist sofort... Amma! Ey, jetzt reicht es hier. Jetzt komme ich gar nicht mehr rum! Ne. Arschlecken. Jetzt sind nur drei Runden, Mucke. Jetzt sind wir kein noch mal hin. Fällt ja schon echt beschissen an heute. Motivation ist immer da, aber naja. Und guckt euch das an. So muss man drauf fahren. Nein, muss man nicht. Doch, muss man wohl. Wenn man auf 1 sein will, muss man die auch alle weghauen. Und dabei das Auto wieder zu Schrott fahren. Ja, geil. Bock. So. Der Mucke hat leichten Schaden jetzt. Ja, haut mir vom Heck ab. Nein, es ist euer Heck. Mein Arsch gehört euch. Alter, das ist eine Scheiße hier. Wir werden hier durchgereicht, Freunde. Sind schon wieder Neunter. Letzter, jawohl. Da waren wir schon lange nicht mehr. So, immerhin konnten wir den Platz jetzt wieder etwas abwenden. Ach, mir ist jetzt scheißegal, welcher hier werde. Ich will die scheiß Strecke hinter mir haben. Kann nicht sein. Es kriegt nur der erste Punkt, ne? Ja. Jawohl, in die Box. Naja, fast. Und immer noch Letzter. Das ist so geil. Ich finde das so epic. Boah, Alter.
Och Mann. Oh, weißt du was? Letzter Versuch, ansonsten gebe ich das Rennen hier auf. Ich hab doch so einen Scheiß keine Lust. So ätzend. Wenn die Karre hält, können wir gewinnen. Warum fahrt ihr auch so schnell hier? Das Schöne ist, wir haben die Dirt Race vielleicht nochmal an der Backe. Nur nicht die lange Variante, sondern die etwas kürzere. Ja, Mucke. Jetzt bist du schon mal von vornherein Erster und du haust dir die Karre wieder zu Schrott. Du bist doch ein elender, stinkender Noob, bist du. Und das war's mit Platz 1. Also den haben wir, wenn dann immer bis zu der Kurve, dann ist alles vorbei. Ey, aber immerhin sind wir hier noch Dritter, Vierter. Och Mann! Alter, ihr stinkt doch! Mann, das liegt durch! Der Mucke ist auch noch da! Es ist ja schön, dass gerade ein schöner Kampf ist hier, aber das geht mir tierisch aus dem Weg. Jetzt kommt da einer von hinten. So, den habe ich in die Box geschoben. Dritter für ein paar Sekunden. Lass dich spitzen, bleib am Ball. Ja, nee, ist klar, warum lenkt die Karre nicht? Jetzt sind wir Sechster. Wieder Vierter. Und wir drehen uns gleich. Ah, oh, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, oh, Sechster wieder. Aber wir sind innen. Siebter. Warum sind wir Siebter? Oh, spinnt ihr? Alter! Achter. Das ist sowas von behindert. Motor ist total hinüber. Rick, wenn das Karre, wenn die Karre, wenn wir hier fertig sind, kannst du uns nach Hause schieben. Alter, fegt euch. Entschuldigung, aber leckt mich. So, Mann, wären wir jetzt hier Neunter. Das macht keinen Spaß. Mann, ich will eine Meisterschaft, die Spaß macht. Dein Getriebe könnte Flüssigkeit verlieren. Pass lieber auf. Oh, Mann, oh. Man kann sich mal einer drehen. Jetzt wünsche ich mir gerade, ich würde Grid spielen. da drehen die sich oft. Wetten wir, wer noch Letzter? Wetten? Ich würde meinen Arsch drauf verwetten. Wie weit ist der weg? Auch da hinten. Und die fahren da schön ihre Kreise und ich fahre hier einen holprigen Kreis. Oh, nee. Ja, das heißt auf jeden Fall jetzt noch mehr Druck. Das heißt, wir müssen die letzten beiden Rennen definitiv, aber auch wirklich definitiv gewinnen. Und dann hoffen, dass es für Platz 2 reicht. Ansonsten sehe ich hier schwarz und ich darf hier das erste Rennen mich nochmal mit rumquälen. Ich hasse diese lange Variante. Am liebsten mag ich die kürzeste. Die ist die geilste, ne? So, jetzt sind wir hier. Endlich haben wir es jetzt durch. Mit kaputtem Motor. Kaputter Federung. Angeschlagenem Getriebe und angeschlagenes Ego. Ja, also, 1,26. Da war die Quali sogar noch besser mit 1,24. So, wie viele Punkte gibt es denn? 0! Geil! Man kriegt am Platz 5 erst Punkte. Ja, geil. Damit kann ich die Meisterschaft ja echt jetzt schon vergessen. Das heißt, ich habe maximal 150 Punkte. Weil wir müssen jetzt beide gewinnen, damit wir überhaupt was reißen. Ja, geil. Echt, ey.
So. Da lang, fahr da lang. Ja, guck mal, Quali, freie Fahrt läuft, ne? Da will der Wagen auch, wie Mucke es befiehlt. So, mal gucken, für welchen Startplatz das jetzt hier reicht. Ich lag mit kaputt Platz 4. So wie gerade. Dann lag ich mich echt dumm und dämlich. Dann lag ich mich dumm und dämlich, Freunde. So, 53.09. Zurückziehen, und wir sind... Ja! Paul! 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 Ah, mal gucken, ob wir der Ding auch nach Hause schaukeln können. 4 Runden. So, guter Start. Ich zieh mal so langsam... Uah. So langsam, habe ich gesagt. Na, links. Das war viel zu langsam. So, wo ist unser Goldlöckchen? Och nö, komm, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Also ich will jetzt nicht wieder ein kaputtes Schrottauto haben. Ja, das ist halt, wenn man jetzt so unter Druck steht. So, direkt nach links gezogen. Dann kann jetzt auch diesmal nichts passieren. Warum? Jawohl. Klatscht mir noch einmal eine. So, ja, wir haben etwas Luft. Etwas. Wir haben etwas Platz. Gehabt. Ich klebe nämlich schon wieder am Hintern. Karre, fahr. Karre, ich habe gesagt, du sollst fahren. Das ist da nicht zu verstehen. Toll. Also wie oft ich hier die Mauer knutsche, ist echt schon nicht mehr normal. Aber die ganz guten sind alle hinten. Ich glaube, da kriegt keiner einen Punkt. Ich müsste mal langsam auf die linke Seite. Das vergesse ich gerade. Okay, da kamen wir jetzt extrem gut rum. Das wäre ja das Geile, wenn die jetzt hinten bleiben, keine Punkte kassieren, wir kassieren die kompletten 75, dann ist im letzten Rennen wieder alles möglich. Ich glaube, der Sieg jetzt zwar nicht, aber Platz 2 ist ja Pflicht. Ich weiß ja nicht, ob Rick seine Finger da im Spiel hatte und uns hier, weiß ich nicht, in höchsten Tönen gelobt hat, dass das Spiel gesagt hat, ach, du musst Platz 2 erreichen. Aber egal, es läuft gar nicht mal so schlecht hier in dem Rennen. Wir werden kaum angegriffen. Wir fahren hier zwar schlecht. So, aber diesmal eine 52er-Runde. Die hatten wir ja noch gar nicht. Sag ja, ich mag die lange Variante überhaupt nicht. Darauf komme ich nicht klar. Hier geht's immer schön geradeaus. Ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts. Und es ist auch nicht so, so huckelig, dass die Linie wirklich eine Rolle spielt. Und hier kannst du auch ein bisschen abweichen. Ein bisschen. Ich rede von einem bisschen. Nicht, dass du jetzt nicht mehr auf der Ideallinie grüßen kannst, ne? So, das ist jetzt wieder die ominöse letzte Runde und die letzten Kurven. Das
darf jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Platz 1 ist letzter. Ich glaube, der Drittplatzierte kriegt noch 55 Punkte. Er müsste dann die Tabelle übernehmen. Aber wir gewinnen. Und das ist das, was erstmal zählt. Wir fahren noch eine 250er Runde hinterher. Das ist gut. So, jetzt müssen wir beten. Das ist jetzt, wo wir jetzt sind. Also, Hain ist letzter. 0-0-0. Mistolio 0. Hitomio wurde Vierter. Der kriegt Punkte. Wir sind Dritter. Aristi führt und Hall auch. Wenn die jetzt nicht in den Punkten kommen, jetzt im letzten Rennen, haben wir es geschafft. Also wir müssen auf jeden Fall gewinnen, ist klar, das ist Pflicht. Ja, aber sonst, ja. Müssen wir auf gut Glück hoffen. Wir müssen also auf der Karte auch auf den goldenen Balken aufpassen oder auf den weißen. Ja, solange die Federung nur im Arsch ist, ist mir das wirklich, ehrlich gesagt, egal. Ja, die Strecke ohne Motorsound zu fahren, habe ich auch noch nicht hinter mich gebracht. Eigentlich weiß ich, wo es lang geht, aber ich bin irgendwie gerade zu blöd dafür. Wird definitiv nicht die Pole. Aber wir haben da noch ein bisschen Zeit. Also die Pole schreibe ich mir jetzt schon mal ab. Dafür war der Anfang zu beschissen. So, jetzt kommt der Teil, den ich eigentlich so von der Strecke her am besten beherrsche. Das ist ja die lange Variante. Also wir hatten lang, mittel, lang. Die gibt es ja auch noch in Mittel und in Kurz, genauso wie die Dirt Rally. So, hier ziehe ich einfach so durch. Das ist... So, das ging ja. Bin gespannt, für was es reicht. Ich tippe mal so Platz 5. So, jetzt müssen wir ja hier lang. Und da können wir hier so schön abkürzen. Gibt ja... Hier ist die 4 komischerweise nicht da. Sie schläft. Oder hat Urlaub, macht Urlaub auf den Palmen oder so. Ich hab keine Ahnung. Die kannst du abkürzen, wie du willst. Uah. Das juckt die nicht. Ja, mal gucken. Wir fahren jetzt eine 1,55. Ja, und das reicht für Platz 10 und ich bin tot. Hitomio Motoya. Okay. Aristi ist Siebter. Das ist geil. Er kriegt also momentan, würde er keine Punkte kriegen. So. Und der andere ist, glaube ich, nur Platz 5 oder 6. Also... Das Ding ist noch nicht gegessen. Das kann nur Mistolio sein, der mir jetzt hier gerade auf den Zeiger geht. Na, komm mal rum! Oh. Haiti heißt der. Oder? Ach, egal. Fakt ist, wir müssen gewinnen. Wie lang mit der Wagen besser mit kaputter Federung? Aber auch nur ein Stück. Ja, das passt. Oh, Alter. Fährt er mir voll hinten in die Kiste. Oh, einer hat sich weggedreht. Ah, der Zweitplatzierte ist auf Platz 3. Und wir sind jetzt auf Platz 2. Ah, oh, du kannst mir gelegen. Sonst wäre die Karre weg. So, jetzt haben wir zwar Reifen und Motor leicht beschädigt, aber wir sind wieder vorne. Der Drittplatzierte ist auch raus. Der
Oh, der andere hat sich auch gedreht. Nur einer klebt uns noch am Hintern. Und das ist der Zweitplatzierte. Das heißt, sollte es so bleiben, haben wir die Meisterschaft trotzdem abgeschlossen. Da ist Hall. Er ist jetzt wieder Dritter. Da ist Hall. Sollte es so bleiben, sind wir Zweiter in der Meisterschaft und müssen das erste Rennen nicht nochmal fahren. Aber wer weiß, vielleicht dreht er sich ja auch noch weg. Und dann, wenn das so bleibt, würden wir die Meisterschaft sogar gewinnen. Aber davon rede ich nicht. Hauptsache, wir sind Zweiter und schließen das Ding irgendwie erfolgreich ab, weil Rallye, naja, ich bin froh, wenn es nicht mehr kommt. Bin ich ehrlich. Aber ich habe ja schon Rang 26 schon wieder Rallye lesen müssen. Bin aber gespannt, was auf Rang 27 und zwar, das schalten wir ja gleich frei. Wenn alles so bleibt. Also ich werde jetzt hier konzentriert fahren. Oh, Hall muss sich da aber auch zusammenreißen. Er wird da auch ganz gut bedrängt. Ja, wie viele Punkte hat er? Rückstand 35. Ja, gut, der muss schon nicht, wenn ich gewinnen, wenn wir die Meisterschaft gewinnen wollen, müsste er schon nicht in den Punkten landen, also Sechser werden. Weil wir haben 35 Punkte Rückstand und 75 gibt es für den ersten und ich glaube 55 für den fünften. Also 20 Punkte Abstand, dann hätten wir 15, wenn er jetzt Fünfter wird. Aber jetzt sieht sogar aus, als würde er Zweiter werden. Er kehrt uns am Arsch. Also er will das Ding eintüten. Hier sind auf jeden Fall, wenn wir Erster werden, durch. Also war zwar Zweiter der Meisterschaft, aber nach dem katastrophalen ersten Rennen hier. Also ich glaube, das hätte, wenn das so weitergegangen wäre, der ganze Aufnahmesession gedauert. Das Scheißrennen. Ich mag diese Strecke einfach nicht. Ich kann die selbst mit Motorsound nicht. Wie soll ich sie dann erst ohne schaffen? Na, davor mal ab. Aber der wird auch gejagt. Der braucht sich nur drehen. Oder so. So, jetzt führt der Spacken. Aber nicht lange. So, Getriebe haben wir jetzt auch beschädigt, aber wir sind wieder an ihm vorbei. Ich will das Ding jetzt hier nach Hause wuppen. Er soll sich mal gefälligst drehen, aber der macht keine Anstalten, sich zu drehen. Ja, das dreht Bio jetzt hier fast weg. Und Ball ist Erster, Zweiter. Und Hall dreht sich weg! Ich glaub's nicht. Hall ist Vierter. Aber die anderen sind so weit weg. Das ist die letzte Runde. So, jetzt kämpfen wir um den Sieg hier. Gegen, was weiß ich wem. Aufgeben ist aber nicht so meine Stärke, ne? Und wenn ich hier eine Brechstange rausholen, Alter, wenn du mich jetzt hier drehst, ne? So, wieder Erster. Hall bleibt Vierter. Ne, der ist Fünfter. Fünfter, müsste sich genau noch ein Einzel, müsste sich einer müsste ihn noch überholen. Und wir müssen aber auch hier gewinnen. Dann hätten wir die Meisterschaft. Ne, dann wären wir sogar, dann würde sogar Platz 2 hier schon reichen. Egal, wir sind durch. Da Arisi keinerlei Punkte macht, weil er wohl letzter ist. Und Hall ist auch schon wieder an uns dran. Aber egal, wer jetzt hier Zweiter ist, auch nicht schlimm. Sieg verschenkt, aber Meisterschaft gemeistert. Das ist das, was zählt. Alter. Nee, Podium will ich jetzt schon noch haben. Also, nee, da lasse ich mir jetzt hier nicht wegnehmen. Großartig gefahren. Ja, was leckst du denn jetzt? Scheiß Fraps! Ja, toll! Scheiß Fraps-Einbruch hier. Scheiße, jetzt werden wir Fünfter. Müsste trotzdem reichen, wenn nicht, dann bin ich kaputt. Dieser Fraps-Einbruch, ne? Der war jetzt. Wer steht, wir sind immer noch Dritter, da lag ich mich kaputt.
Nein, punktgleich mit Westerberg. Boah, war das knapp. Boah. Wir sind durch, Freunde. So, jetzt haben wir DTM, Mitsubishi Motorsport Rally Trophy und Ultima Channel Tour freigestellt auf Rang 26. Rang 27 ist dann Formel 3. Oh nein. Formel 3, Dodge Super Speedway und GT Tuning Cup. GT Tuning Cup sind wir noch gar nicht gefahren. Also da kommt eine neue Meisterschaft auf uns zu. Cool.